Ja, Leute, es ist Banlist Time und wir schauen uns natürlich an, welche Karten verboten sind, welche erlaubt sind. Und zunächst einmal, das wird wohl die krasseste Banlist überhaupt, denn viele haben gesagt: ey, Yu-Gi-Oh macht wirklich keinen Spaß mehr. Diese Liste muss was verändern. Und bevor wir da reingehen, ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, was soll das hier? Das hier ist die offizielle Seite und ja, wir sehen hier schon eine Karte. Ich lese jetzt aber nicht. Außer die Karte lese ich jetzt nicht. Wie kann das sein? dass die englische Seite nicht die Liste hat, die deutsche Seite nicht die Liste hat. Wäre lustig, wenn das jetzt abgedatet wäre. Nee, ist nicht. Ähm, wie kann das sein, ey? Warum? Ich meine, ja, okay, Twitter war als erstes da, dann Instagram. Das kann man per Einstellung vorausplanen. Also man kann, also ich kann das jetzt einstellen, online gehen, 18 Uhr, fertig, dann geht das Ganze online. Aber... Ja, äh, bei irgendwie einer normalen Website geht das nicht. Also natürlich geht das auch, aber Ahnung, warum man das da nicht geschissen bekommen hat? Ähm, ich will Scrolling-Erlebnis haben, denn es ist einfach viel spannender als Boom fünf Namen auf einmal ins Auge uh, uh, uh. und dann hat man irgendwie eine Karte mehr gesehen, die man nicht sehen wollte, die Schreien. Schauen wir uns jetzt eine andere Version an, wo wir ebenfalls die Liste haben, wo wir scrollen können. Wichtige Anmerkung hier ist eben, was ist das eigentlich hier? Wir haben 20 Uhr und die droppt. What? Was ist das für eine Uhrzeit? Samstag 20 Uhr. Wer kommt auf diese Zeit? Ich verstehe es nicht. Ich, ich bin jetzt wirklich, es ist so ungelogen, ich bin jetzt vom Grillen gerade hierher gefahren, um hier eben das Ganze aufzunehmen. Es ist unglaublich. Wir refreshen nochmal. Ja, ist nicht. Ist nicht. Äh, ja, das war's. Ey. Dann Leute, gehen wir auf eine viel bessere Seite. <laughs> auf eine Seite, wo es schon aktualisiert ist. Und zwar. Machst du einen Meter und hier haben wir das Ganze. Und hier haben wir zunächst einmal die Unlimits. Dann kommen wir zu den Halblimits. Dann kommen wir zu den verbotenen Karten. Also hier wird die Bande von hinten aufgerollt. Und wir gehen das Ganze durch. Wie gesagt, diese Liste ist relevant. Diese Liste wird entscheidend sein für so viel, für alles, für fast alles. Von daher, äh, ja, ich würde sagen, ohne es über zu dramatisieren, sie muss huge werden. Sie muss huge werden. Wir haben zunächst einmal, ah, ja gut, das fängt ja super an. Um, wow, wow, okay, 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 ich schaff's nicht, egal. Armageddon Knight geht hier auf 3. Willkommen, Edison, format zurück. Nein, Spaß, da seid ihr natürlich. Armageddon Knight auf 3, ja, juckt jetzt nicht. War jetzt auch nicht das, was das Problem war, definitiv nicht. Machen wir weiter hier. Ja, dann kann man hier Stück für Stück machen, ich kann man Stück für Stück. Oh, ja. So, nein, 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 nein. Okay, ich muss mir merken, was das ist. Red Rose Dragon. Okay, gefällt mir. Äh, Berühmte Flurs gebannt. Von daher ist es auch nicht mehr so wild. Äh, ist für Dragonlink natürlich indirekten Support, aber eher solche Haufendecks. Von daher, ja, ist jetzt auch nicht das, was wir problematisch haben. Ich meine, das ist klar, ne? wir sind jetzt bei den Karten, die auf 3 gehen. Das wird nichts fixen, sondern wird halt nur was zurückbringen oder schlimmer machen. Von daher wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben dann Mais Back the Unicorn. Oh, Knapp vorbei. Äh, ja, Unicorn Green auf 3. Ja, auf 1 nichts gemacht, auf 3 nichts gemacht. Äh, ja, ist schön, ist aber nett. Also gefällt mir der natürlich, dass die Karte zurück ist. Was haben wir dann an? Performer Plashfire. Ja, war natürlich auch klar, dass Plashfire zurückkommt. War auch übrigens der erste, also die erste Indiz, und zwar, dass die Database angepasst wurde. War natürlich direkt ähm, der Beweis. Ja, die Karte hat eine Ratung bekommen, die Karte kommt zurück, jetzt ist sie da. Willkommen zurück. Ähm, auch keine große Überraschung jetzt hier. Was haben wir denn hier? 3 zu 3. Na gut, das ist auch erstmal relativ egal. Fehendrache auf 3. Nehmen wir mit. Kein Problem. Ganz einfach. Jo. Ändert jetzt auch nichts. so also 1 oder 3 ist egal. Also was haben wir denn hier? Oh, Denglong. Uh, oh, Times here. <laughs> egal. Denglong. Denglong geht hier ebenfalls auf 3. Na ja, gut. Denglong 1 oder 3 ist, glaube ich, das gleiche wie der Feendrache. Wenn Feendrache ein Problem ist, dann ist auf 1 auch ein Problem. Auf 3 natürlich dann auch. Ist also egal. Denglong ebenfalls. Also komplett egal. Weiter geht's, weiter geht's. So, Komm, komm. Times here. <laughs> Okay, das ist schon ein bisschen lustig, so ein bisschen lustig, aber es ist natürlich eine Trollkarte, ist natürlich, äh, ja, also keine Ahnung, entweder hat man sie halt Hard Draw, dann ist sie so, ja okay, da geht ein einer Karte weniger oder du kannst sie suchen, also durch Griff oder ähnliches und dann kann man jede Trap suchen, das ist halt heutzutage natürlich, äh, natürlich nicht relevant, also kann man natürlich hier äh, gebannt. Äh, zurückbringen auf drei, so weiter geht's. So, uh, halb limitiert. So Leute, das alles war komplett irrelevant, das alles war jetzt einfach nur nice to have, Nehmen wir mit, Kirin nehmen wir mit, Armageddon nehmen wir mit, Red Rose nehmen wir mit. Ähm, ist nett. So, jetzt auf 2, auf 2, komm. Bluff 2, wow. Ja gut, ähm, das sind die Dragon Ruler. Yay, die haben ja voll viel verändert. Okay, I mean, ne, heißt noch nichts. So, was haben wir noch? Tempest, ja, okay, okay. Ja, okay, alle Dragon Bluff 2, ist vollkommen fein. Bitte, 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 bitte hab hier irgendwas Gutes, irgendein guter Hit. Bitte, 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 komm, komm, komm. Okay, weiter, komm. Luna Light Tiger. Ja, also das war auch das, was wir unbedingt jetzt gebraucht haben hier. Also, ich bin beruhigt, ne, Leute. Wir sind gerade bei Semilimit. Und ähm, ihr seht's, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt <laughs> am Ende im Schnitt sieht, aber hier ist der Balken rechts und der Balken ist noch sehr, sehr, sehr lang. Ich habe Hoffnung, dass die Liste sehr huge wird und sehr, sehr viel äh, hier verändern wird. So, jetzt aber, komm, hier weiter runter. Thunder, Dragon Colossus auf 2. I mean, der Colors war bisher nicht das Problem. Der Protoss war das Problem. Mal gucken, ob Protoss auch auf 2 kommt. Weil, wenn ja, sagen sie ja, ey, ist es okay, wenn Deck äh, wie Ritual Beast einfach Floodgate Turbo spielt und damit dann ähm, ins Finale kommt. Ähm, Ip auf 2. Auf ja, das ist vollkommen fein. Ip auf 2 ist, ja, von 1 auf 2. Ist jetzt nicht so dramatisch, äh, kann man machen. Jetzt kommen, oh, uh, jetzt kommen wir erstmal hier Werbung. Und jetzt haben wir, okay, nun Limited. Uh, 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 Eva, okay, Eva von 0 auf 1. Okay. Das ist auch nicht das, was wir hier erwartet haben. Bitte, 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 irgendwelche Hits, bitte. Komm, also bisher, also bisher, ja, also bisher, das alles, was passiert ist, hätte man. Theoretisch, ne, theoretisch, praktisch, geht man immer Step by Step. Theoretisch, aber das alles hätten wir schon Letzte Bandlist kriegen können. Hier ist nichts Weltbewegendes. Hätten wir über auf 2 kriegen können? Ja. Thunder Dragon los wieder auf 1 oder 3. Ist egal. Kannst auf 3 packen. Also, wenn er ein Problem ist, auf 1 auch. Wenn auch ein Problem ist, dann ist es gar auf 3. Tiger, ja, okay. Die Dragon Ruler, okay. Zeitsieger. Also, wieder bisher nichts, was relevant ist. Es verändert gar nichts aktuell. Okay, doch. Ja, Thunder Dragon freut sich. Thunder Dragon freut sich, das ist schön. So, jetzt hier also äh, neu Limited. Und wir haben hier Eva halt. Äh, ja, Eva auf 1. Okay, nehmen wir mit. Und was haben wir? Snake Eye Ash. Ja, okay, 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 okay. Ist konsistenziert. Das Deck ist null tot. Wir haben Bonfire. Bitte, bitte komm mehr. Es reicht nicht. Es reicht nicht, Ash. Es reicht nicht. Komm, mehr, mehr, mehr. Poplar auf 1. Fairerweise, ne? Poplar war ein two off im Deck. Haben wir ihn zweimal gespielt, weil man ihn drawt, minus. Ne? Man will ihn suchen. Mit, mit, mit Ash oder natürlich mit äh, Bonfire. Also von daher ist. Ist. ist ein Hit, der es denke mal weiter nicht tötet. Es macht es nur inkonstanter. Inkonstanz. Nein, nicht nur Consistency jetzt, Leute. Bitte, bitte, bitte. Wir haben noch keine Bands. Also von daher, wir könnten ja auch Bands noch kriegen. Was haben wir? Gimmel Puppet. Okay. Das ist für The FDK. Ähm, okay, okay, okay. Okay. Gimmel Puppet akzeptieren wir. Ich weiß nicht, ob Gimmel Puppet das Problemdeck schlechthin ist. Ja, es ist ein FDK-Deck. Ja, es ist dumm, dass sowas existiert. Aber wir haben gerade ganz andere Probleme. Ihr müsst euch mal vorstellen. Wir haben FDK-Decks und die sind kein Problem, weil wir andere Probleme haben. Okay, ich, ich, ich beruhige mich jetzt. Was haben wir? Okay, ja, okay. Branded Fusion. What? Branded Fusion? Branded Fusion. 3 auf 1. Wir machen einfach Master Duel jetzt draus. 3 zu 1? Es ist einfach Master Duel. Es ist einfach mal. Ich meine, also wir haben so viele Wege, die Fusion zu suchen. Also der Randomness-Faktor, dass, dass er halt eine Hard -Draw hat, geht dadurch weg. Branded ist ein nerviges Deck. Kann den Gimmel Puppet Lock spielen, der hoffentlich verboten wird. Ähm. I mean okay. Also, net den Hit nimmt man mit. Das Deck hat ewig existiert. Das Deck ist immer noch nicht tot damit. Aber Puppet Lock, nimm den weg, nimm den weg. Okay, okay, okay. Bisher, Snake Eye. Wir, wir sind noch nicht bei der Band-Sektion. Also von daher. Geld zu 1! Ah, das war auch das Problem bei Jubel. <laughs> naja, I mean, I mean, okay, die Karte ist wirklich Busted. Aber weil sie so Busted ist, hätte man sie auch auf Null setzen können. Also, for real, die hat keiner bannen können. Es ist eine uralte Karte, von daher ist sie nicht gerade neu, uh, nicht neu im Reprinting-Muster, ähnliches. Die Karte ja, kannst so bannen. Bann die einfach weg. Und ja, die ist sehr stark. Gerade in Jubel natürlich unglaublich mächtig. Auch, dass man generell permanente Zauberkarten sich adden kann. Äh, absolut äh, strong auf jeden Fall. Äh, ja, das ist natürlich sehr krass, die Karte. Aber auf 1 ist halt indirekt wieder ein Consistency-Hit. Und ja, Consistency reicht hier einfach nicht, um Jubel aufzuhalten. Da, die Power ist Phantom of Jubel. Müsste auf 1 gehen. Äh, wir sind bei Spells, ne? Also, das war's schon. Weil ist das ja auch sortiert, wie bei der normalen Liste? Dann es das jetzt schon. Phantom of You Bad auf 1 wäre clean schon mal, weil dann kann man nicht so rausbammen als Extender schon mal Num Nummer 1. Dann Gate auf 0 oder, oder natürlich das Phantom auf 0. So reicht halt dann auch. Also, das wäre halt ein Hit gewesen, und man sagt, okay, das Deck wurde ordentlich mitgenommen. Das Deck kann man natürlich theoretisch immer noch spielen, aber ja, wenn man dann noch eine Apo oder so verbietet. Ja, ist schon ganz gut. Oder ein Yama? Ähm, ich weiß nicht. Äh, Yama, okay, Yama wird man nicht, aber Best Doggy Shavara dann, äh, dem Schein. Egal, weiter geht's. Port of Prosperity. <laughs> ja. Also, das ist natürlich wieder ein Hit, der ähm, ich sag mal so, der schon vor ein Jahr verlangt wurde. Äh, die Karte macht Decks unglaublich konstant. Man hat gemerkt, gerade zum Beispiel bei Jubel oder ähnliches, äh, wenn extra Deck Platz Zeit ist, dann hat man das Problem, dass man eben diese Karte gar nicht mehr so gut spielen kann, weil man Pott eigentlich nur für drei machen kann, nicht für sechs und für 6 lohnt sich das natürlich nur richtig gut. Von daher, ähm, ich, I mean, ich finde es gut, also wirklich, die Karte auf 1 zu setzen ist gut, aber auch das ist nicht das Problem, was wir hatten. Und so langsam äh, wird der Balken. Oh, okay, warte, ich sehe da noch was, aber. Ich habe es nicht gelesen. Sangan äh, Summoning. Der Tempel geht auf 1. Und das ist etwas, was ich gut finde. Denn Tempel Drachen zu töten, wäre falscher Weg. Das Deck ist relativ neu. Wir haben den Dry Drachen jetzt in der Tin und so weiter. Also super gut auf jeden Fall eigentlich. Das Deck ist äh, low budget. Und von daher äh, kann man sagen, nee, also es ist ein, ist ein nettes Deck. Aber natürlich spielt ganz oben mit. Und warum spielt es ganz oben mit? Weil die Feedspell absolut. Broken ist. Und ja, von 3 auf 1 finde ich da gerechtfertigt. Definitiv äh, passt. Sehr gut. Gefällt mir. Auf 1. Äh, jetzt müsste man mehr für Tempai aus meiner Sicht erstmal nicht machen. Ja, es wird noch mit eins der besten Decks aus meiner Sicht wahrscheinlich sein dann. Aber ähm, nicht mehr ganz so konstant. Und wenn konstant, dann halt nicht so unfair konstant wegen Vierzehn Aber Leute, Sna äh, Gott, das kann nicht sein. Also, das kann es nicht sein. Okay, was haben wir? Ich verzweifle gleich hier. Gras auf 1? Nein, mach den Scheiß nicht. Mach den Scheiß nicht. Mach den Scheiß. Oh, das ist so eine dumme Karte. Ja, Glückwunsch, Leute. Wir haben wieder 60 Gras-Decks. Oh nein. Oh man, das ist so, so, es ist so nervig. Auch um Master Duel dann so 40 oder so gefühlt. Ähm. Ah. I mean, ja. Es wird aktuell kein Deck geben, was dadurch jetzt Top Tier wird. Fair kann man es deswegen erlauben. Ja, von mir aus. Aber ich finde es viel zu dumm. Ich finde es viel zu dumm die Karte. Die Karte sollte weiter gebannt bleiben aus meiner Sicht. Also ist viel zu dumm aus meiner Sicht. Aber ist ja. I mean. Warte mal. Ah nee, wir sind noch nicht in der Band Section. Okay. Skill Drain to One. I mean. Das ist die Floodgate-Politik. Wir müssen akzeptieren, dass das die Floodgate-Politik ist. Alle Floodgates außer Summon Limit sind auf 1 gegangen. Und das ist die Politik. Ey, ich habe lieber Skill Drain auf 1 als auf 3, aber ich hätte es liebsten auf 0. Wie Summon Limit. Ähm, man hat entschieden, Skill Drain ist nicht so problematisch wie Summon Limit, interessanterweise. Obwohl gefühlt jedes Deck, die im Side gespielt haben, also Main-Deck gespielt haben, ähm, hat Felder noch mehr unfair gemacht. Aber, I mean. Okay, na, ne, politik äh, Vielleicht sagt Gunnar sich dann danach, ja, okay, Skill Drain wird immer noch gespielt in manchen Decks. Machen wir auf 0. Auf jeden Fall besser als auf drei. Definitiv besser auf 3. Vor allen Dingen, wenn wir das eine Skill Drain outen, dann ist es wirklich weg. Und nicht. Oh, noch eine. Also, I ermin mean, auf 1 ist besser als auf, äh, auf 3 natürlich, ja, definitiv. Dann haben wir. Oh, verbinden. Oh nein, ich sehe auf 3. Egal, wir können was. Äh, oh, Uh, Smith. Und das ist interessant und da möchte ich mal eben äh, hier äh, reingucken. Äh, was ist das? Ah, kann man jetzt hier nicht sehen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das ist das eine Super Ultra -Ware? Ich weiß es gerade nicht. Äh, <laughs> ja gut, ich weiß es halt einfach nicht. Ähm, interessant. Würde mich jetzt äh, warte, komm, wir machen das mal eben. Ah, Black Screen hier und dann äh, so und dann find ja, genau. Der, die Leserische, der gekickt. Äh. Egal. äh, Ich bin viel zu blöd, das zu finden. Dem machen wir es ganz einfach hier und gehen jetzt hier auf den guten. Da war das Secret Rare, Ultra Rare. Aha, okay. Nee, warte. Wait, wait, wait. wait. Ja. Äh, ich finde ihn gleich, finde ihn gleich, finde ihn gleich. Ich bin zu blöd. Ich gehe jetzt auf den Archetype. Äh, es ist. Ja, Maurice, äh, lange gesucht und es ist eine. Hä? Wo stand das denn nochmal? Ach, come on, wo ist das denn jetzt? Hallo? Houston. Was ist das jetzt? Eine so Super, eine Ultra, eine Kamen? Hä? <laughs> ah, Kamen! Ja! Okay, ein bisschen scrollen hilft auch. Okay, ist eine Kamen. Ähm, okay, warte. Mm. Was halte ich von diesem Hit? Was halte ich von diesem Hit? Ja, der Damage-Schaden ist dumm. Also, I mean, wir nehmen den Damage-Schaden raus. Ähm, der Damage-Schaden wird rausgenommen. Es ist der Sechser. Hm. Ja. Es ist sie. Aber wäre Moon. Also wir bannen gerade. Ne? Wir bannen eine neue Karte, Leute. Das müssen wir reinziehen. Ne? Diese Karte ist in dem vierten Verbinden rausgekommen. Diese Karte ist <laughs> ja, stark. Ein bisschen älter als ein Monat. Und diese Karte wurde jetzt verboten. Warum verbietet man nicht Moon? Aber, ey, vielleicht kommt Moon noch. Aber, ähm, okay, das ist der Hit gegen Fiendsmith. Moon wäre viel besser, weil, wenn Moon gehittet werden würde, nehmen wir vielen Decks die Option, überhaupt Fiendsmith zu spielen. Aber immer noch äh, Musketier oder ähnliches können dann immer noch darauf zurückgreifen. Dementsprechend, ähm, ja, aber noch ist noch nichts fertig. Okay. Fiendsmith. Akzeptieren wir. Keine Timeout-Karte mehr. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist erstmal gut, ist erstmal gut. JA! Apo! Apo, die Allerechte! Okay, Apo, Apo-Ben! Apo-Ben! Ja, Mann, Let's go! Okay, das ist was Huges! Nibiru! 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 Wo bist du? Der Stein! Oh, ja! Abloser, viel zu bastet. Das ist eine Karte, die wir akzeptiert haben, dass sie erlaubt ist. Wir haben akzeptiert, dass es sie gibt. Schon seit Jahren akzeptieren wir, dass diese Karte existiert. Aber sie ist ein Problem geworden. Es ist ein Problem geworden. Es ist nicht mehr. Ja, also ich kann am Ende meines Zugs eine A-Plus stellen plus. The Trap. So, nein, nein. Es ist. Also bevor ich muss anfange zu spielen, da rufe ich erstmal eine Appusa, dann ist deine Büro nutzlos. So, und jetzt, von dem äh, wo Appelousa natürlich liegt, äh, können wir mal spielen, ne? Zusätzlich, natürlich, zusätzlich, was ich vergessen darf. Appalousa macht so viel krank. Allein nur, allein äh, halt einfach Snake Eye-Matchup, ne? Appaloosa himself mit drei oder vier Negates macht Snake Eye so Probleme. Und ja, natürlich, wir sollten jetzt Appaloosa nicht bannen, weil Snake Eye damit Probleme hat. Aber an sich, man kann so viele Effekte negieren und dann natürlich, ne, auch Battleface sagen drüber. Gerade wie bei Snake Eye, die kommen nicht drüber. Und Appaloosa ist da schon unglaublich mächtig gewesen. Ähm, und auch die Take Spells waren nur eine Pseudo-Lösung. Weil dann, ja, okay, ey, ich aktiviere was, du negierst was, irgendwie Monster-Effekt aktiviert. Dann mache ich einfach, oder vorher gleich, Überläufer, Mind Control, äh, oder Tacticals halt und dann übernehme ich die und dann kannst du nichts mehr machen ähm, finde ich halt also Die Karte ist dumm Leute die Karte musste gebannt werden die Karte musste gebannt werden also aus meiner Sicht also das ist bisher der beste Hit auf der Liste äh, über Fiendsmanns können wir noch diskutieren achso und es sang auf 1 aus super Snake Eye Consistency hits bisher nur trigger mich ja Popular tut hart weh aber es ändert nichts, wenn dein Power-Level da ist und alle andere Power-Level hier ist. Obwohl Jubel ja auch noch existiert, jetzt natürlich. Äh, und Jubel natürlich immer. Nein, Jubel. Hat Jubel nix außer Gate? Warte. Ich muss nochmal hochscrollen. Wir haben Gate. Ja, das war's, ne? Oh ja, Jubel. Es war das letzte Mal, dass Jubel ein Event. Ah! Oh mein, ich hab's gesehen. Oh Leute, ich muss jetzt. Ich hab's gesehen. Es ist. Red King Calamity. Warum war die Karte auf 2? Warum war die auf 2? Naja, falls ja mit einem äh, Kaschtierer Unicorn eventuell die Karte genommen wird, haben wir wohl noch ein What the fuck? Diese Karte jetzt schon vor zwei... Na doch, safe jetzt schon vor Release, also vor Release gebannt werden können. Oh. Mein Puls zufrieden. Ich, also diese Karte will ich seit Jahren, dass sie gebannt wird. Seit Jahren. Die Karte ist dumm. Es gibt keine Argumentation für diese Karte. Ja, es, äh, es ist eine Hot Red Karte. Ja, es, es, es ist also wirklich einfach Shit drauf. Die Karte ist dermaßen unfair, dermaßen Bastel. Und ja, die ist gerade nicht meta. Aber sobald immer ein neues Synchro Deck kommt. Hey, übrigens, der kann Calamities legen. <laughs> auf einmal ist es gut. Hört auf damit. Einfach weg. 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 Wie es passiert ist. Weg. Weg den Null. Einfach weg. So ist es richtig. So. Was haben wir? Beatrice auf Null. Okay. Nee. Vollkommen gut. Super Hit. Beatrice auf Null. Zu Recht. Also ja, BA-Spieler, es tut mir wirklich leid. Aber Beatrice ist wirklich die Karte, mit der seit Jahren, und ich sage Jahre, schon bevor es bevor es die ganzen, äh, bevor es Fiendsmus gab. Mit Beatrice hat man nichts Gutes gemacht. Nie. Man hat nie Gutes. Es gab äh, diesen, diesen FDK mit der Trap. Nichts Gutes. Äh, also ist nie. Nie hat Beatrice was Gutes hervorgerufen, außer MBA halt als Control-Variante dann. Ansonsten hat Beatrice seitdem nichts, äh, also es war immer Bastet. So. Und jetzt mit fiends natürlich, ja, on the top, on the top, on the top. Also ist natürlich klar. Ähm, Finde ich daher gut. Beatrice musste gebannt werden. So wie Apo man gebannt werden musste und, und King Calamity schon ewig verbannt sein musste, musste Beatrice irgendwann gehen. Selbst wenn, selbst wenn wir alle Decks töten und Beatrice gerade kein Problem ist, dann wird Beatrice wieder ein Problem werden, weil dieses nicht, oh, ey, wir haben foolish auf 1. Wir haben eine Spell, die sagt, leg einmal zu einem Friedhof von Deck. So, weißt du, und dann erlauben wir ein Deck, was nicht mal, was quasi suchbar ist, im Sinne von, ist es immer zugriffbar auf ein extra Deck, ist erlaubt. Ist einfach erlaubt. So, das ist okay dann. Ja, auch auf 1. Aber dafür, dass du 2 Also, nein, es ist, also die Karte ist dumm, Karte muss gebannt sein. Ist sie? Super. Super, super gut. Das haben wir dann. Okay, das war's. Full Changes. <laughs> was, oh, das war jetzt ein bisschen viel. Was halten wir von dieser Liste? Also, erstmal, diese Liste musste groß werden. Sie ist groß auf den ersten Blick, aber wir haben hier 4, 8, 10, 15 Änderungen, eine und, ach nee, das eine mehr. Äh, 22 Änderungen, 29 Änderungen. Wovon relevant, unrelevant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 äh, 14 14, 14, 14 15, 16 Also King Calendars, wie gesagt, ja, müsste schon ewig gewonnen werden. Nee, deswegen, okay, 15 Also <laughs> Wir haben eine große Liste, wovon die Hälfte irrelevant ist. Also for real, es ist halt irrelevant. Also so groß ist sie dann doch nicht. Was natürlich schade ist. Okay, was haben wir mit Snake Eye? Snake Eye. Wir haben Poplon Ash. Wir haben Bonfire immer noch. Wir haben Appaloosa, was super gut ist. Ah, Leute. Mhm. Leute, 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 Leute. Auch, man hätte auch, man hätte theoretisch auch äh, äh, Princess verbieten können oder so. Moon hätte verboten werden können. Also wir haben das, wir haben den Schritt gegangen und haben eine neue Karte gebannt. Eine ganz neue Karte. Warum nicht Moon? Warum nicht Moon? Bah, weiß ich nicht. Und Jubel. Ja, also ne, versteh mich nicht falsch. Gate auf 1 ist Auer. Eher spielt man drei Gates als zwei äh, als, äh, also man spielt immer drei Gates und zwei Beast eher, als dass man es um andersrum spielt. Also am besten natürlich beides dreimal. Also es ist ein Hit, es tut weh. Aber ist ja nicht so, dass Jubel. Also du konntest mit Jubel. Also, da sind wir beim Thema One-Card-Kombos, ne? Jubel selber, also ein Lotus, kann sehr viel machen. Und ich weiß halt nicht, ob das okay ist. Ich weiß halt nicht, ob das okay ist. Und Gate macht mir da zu wenig. Also, ja, Jubel ist neu. Jubel hat. Ja, gut, ein paar haben die natürlich auch Gate. Jubel ist neu. Ähm, noch nicht so viel Hate abbekommen wie Snake Eye. Snake Eye ist natürlich schon sehr lange dabei und zu Recht natürlich dann auch gehatet so und auch komplett bastet das Deck. Jubel, aber auch nicht so viel besser. Ist nur ein bisschen unter Rand da, ein Schatten von Snake Eye. Reicht mir nicht, reicht mir nicht. Äh, Problem ist natürlich auch. Mh, das wird halt bah, schwierig. Und Snake Eye Hits. Ash und Poplar. Leute, ich sag's ungern, ne? aber das ist so wenig. Das ist so wenig. Also wir müssen uns das so sehen. Beatrice weg, super gut. Apo weg, super gut. King Kilimity ist weg, super gut. Smith ist auch gut. Aus meiner Sicht hätte Moon gehen müssen. Aber Moon plus das. Boah, 10 von 10. Aber kann man machen. Kann man definitiv machen. Durchaus. Aber. Ja, wir wollen jetzt nicht zu so lange noch ziehen noch. Also, alle haben auf diese Liste gewartet. Viele haben entschieden ob sie aufgrund dieser Liste sagen, sie spielen weiter mit Yu-Gi-Oh oder nicht. Ich denke, diese Liste wird sehr geteilt aufgefasst. Erstmal, man muss natürlich erstmal sehen, wie das Ganze in Action ist. Also jetzt das ist eine Live-Reaktion. Ich habe keine Ahnung, äh, wie sich das exakt auswirken wird. Vor allem natürlich mit dem neuen Set, weil wir dürfen nicht vergessen. Jetzt erstmal so betrachtet, oh ja, aber äh, bis wir wieder, ich meine... Die nächste Mal ist jetzt schon mit einem neuen Set, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ähm, von daher, also, neues Set kommt, kommt auch Veränderungen rein. Safe so. Macht es nicht besser, weil wir natürlich auch neue Handtrap kriegen. Heißt natürlich auch, Decks wie Snake Eye oder ähnliches kriegen natürlich auch einen Push indirekt. Ne? Also, ein Handtrap hilft allen Decks, auch den besten Decks aktuell. Hm. Ja, ich denke mal, es ist. Es ist. Boah. Für viele wird es zu wenig sein. Für, für einige wird es genug sein. Und in der Praxis muss man das Ganze sehen. Wie gesagt, ne? Apo in Endboard nicht mehr zu haben, ändert einiges. Nibiru wird deutlich impactvoller. Ähm, ob das natürlich reicht, ist dann die andere Frage aber ja man wird sehen also ich kann jetzt hier Stunden drüber diskutieren am Ende werden wir am ersten Turnier sehen was die Leute draus machen wie es spielt ist und auch natürlich äh, wie problematisch der Poplar Hit sein wird wie gesagt ne ist nicht ziehen also sie ziehen ist absolut Minus was nicht heißt dass du gar nichts mehr machen kannst also das ist ja komplett Schwachsinn du kannst natürlich immer noch voll spielen ähm, nur halt die Standardline natürlich nicht die Frage ist natürlich, wie oft passiert das? Und ja, bei, bei einen Locals oder so, vier, fünf Runden, okay. Aber bei einer großen Event, bei einer YCS, mattert das eventuell schon hart. Ähm, genauso natürlich auch wie eben hier der Fehlzweil auf eins. So, in zwei, drei Duellen mattert das nicht so hart. Aber dann am Ende auf einem Long-Distance-Turnier, mattert das schon sehr mächtig. Also, dann tut das schon sehr weh. Dann ist das halt wirklich eine Karte, die fehlt. Definitiv. Ja, weiß ich nicht. Muss man natürlich sehen. Muss man sehen, wie sich das ganz entwickelt. Ähm, also, erstmal. Ja, also zusammenfassend meine Meinung. Ändert die Liste was erstmal? Ja, es scheint so, als würde sie etwas ändern. Für Jubel zu wenig getan aus meiner Sicht. Und Snake Eye hätte ruhig noch härter angefasst werden können. Total härter angefasst. Ich finde es interessant, dass die Fiends das anfassen. Ich hätte nicht erwartet, dass man das tut. Ich hätte, wenn, wenn was ihm angeht, dann vielleicht Moon Habe ich jetzt schon, glaube ich, 100 Mal gesagt. Ja, ich bin durchwachsen. Also durchwachsen. Ich muss das Ganze analysieren und mal sehen dann, äh, wie es dann in der Praxis ist. Ähm, ich denke mal, dass wir da in äh, Podcast äh, Timeout äh, verlinkt äh, drüber quatschen werden mit den anderen, mit Julio und äh, CK Phoenix zusammen. Und dann werde ich denke mal, werden wir sehen. Dann gäbe es schon wieder neue Kombos und so. Wie gesagt, das ist jetzt Blind rein, ohne praktische Testen, Deckprofiles, ähnliches. Ja. Ich bin durchwachsen. Also, okay, nochmal, ja, ich es doch, ne? Gefühlt, aber das Video ist so lang ist auch egal. Ähm, und zwar, die Liste ist nicht die schlechteste, die wir hätten wir kriegen können. Man hätte es deutlich schlechter bekommen können. Apo erlaubt lassen, geht gar nicht. Viensmus, gar nicht anfassen, auch äh, wäre schlecht gewesen. Also, sie ging schlechter. Was nicht heißt, dass sie gut ist. Und das würde ich, glaube ich, so festhalten. Es ging schlechter. Safe. Aber es das heißt nicht, dass sie gut ist. Und ich glaube, das lassen wir stehen. Jetzt aber, Leute, wer bis zum Ende geguckt hat, schreibt mal dringend in die Kommentare, was ist eure Meinung. Denn das ist ein Thema, was alles spaltet. Und ich würde gerne mal eure Meinung dazu eben wissen. Wie gesagt, einfach mal unten in die Kommentare. Spamt da mal rein. Schreibt rein. Schreibt, was ihr findet. Findet sie gut oder schlecht? Eins äh, bis zehn am besten. Schreibt mal eine Zahl. Eins bis zehn. Dann weiß ich so ein bisschen das Stimmungsbild. Und dann äh, kann man mal gucken, wie die Community das hier bei mir so sieht. Ähm, jede Community ist ja anders und sieht das anders. Dementsprechend, ja, Leute. Das war die Bandlist-Reaction. Ein bisschen länger und auch ein bisschen mehr hinter und vor, weil ich ein bisschen mehr darauf eingehen wollte, weil diese Liste halt wirklich wegweisend ist. Also unten in die Kommentare 1 bis 10, wie ihr die Liste findet und warum natürlich am besten, weil einfach nur 1 bis 10 ist ein bisschen langweilig. Ich begründet das ruhig ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt trotzdem natürlich einen wunderschönen Tag noch. Und trotz der neuen Liste auch immer noch viel Spaß beim Duellieren.